Katharina, wir machen jetzt also den Cat Body Stretch, der zu einer Ganzkörperdehnung führen soll. Und ich möchte dich bitten, erstmal so locker deine Hände auf die Sitzfläche dieses Hockers aufzulegen und dann langsam mit den Füßen so weit zurückzugehen, bis du so eine erste, schon mal ein bisschen angenehme Dehnung spüren kannst. Mhm. Genau. Hier kannst du dich noch ein bisschen in den Schultern jetzt runtergehen. So, und jetzt stell dir vor, wie die Katzen das machen. Du kannst mit einem Bein, sagen wir das Bein, das beugst du jetzt ein klein bisschen, das lässt du gestreckt. Und denk dein Steißbein nach hinten, denk deinen Kopf nach vorne und dein Sitzhöcker auf dieser Seite Richtung Decke. Und jetzt geht es hier rum, dass die Katzen, die versuchen da noch wirklich den letzten Rest rauszuholen. Und du kannst deine Krallen ausfahren und die Finger anheben und den Zeh noch anheben. Und jetzt räkel dich in dieser langen, langen Dehnung, wie als würdest du morgens aus dem Bett aufstehen. Du kannst auch mit der Hand nochmal die Handfläche nach oben drehen oder nach unten drehen. Und versuchen hier nach Möglichkeiten ganz, ganz lang. Wie ist das für dich? Ja, genau. Und schau ruhig den Fingern auch noch mal nach, dann hast du hier auch noch die Weite im Blick. Spann dich auf zwischen deinen beiden Polen, Kopf und Steißbein und genieße diese Dehnung. Okay, gut. Und dann kannst du langsam wieder zurückkommen und daraus lösen. Wenn wir jetzt mit diesem Prinzip der Vorspannung arbeiten, dann geht es darum, also wenn ich meinen Arm so bewege, dann ist das kontrolliert, präzise, muskulär, aber relativ schnell ermüdend. Wenn ich versuche, bis an die Grenze meiner Beweglichkeit ranzugehen und den Arm dann wieder nach vorne hole und sehr, sehr vorsichtig und kontrolliert immer einen Millimeter weiter in die Vorspannung gehe, dann merke ich irgendwann mal, dass der Arm dann leichter nach vorne kommt. Und wenn ich das trainiere, dass ich hier wirklich aus dem Arm heraus mir die Vorspannung hole, dann komme ich in einer schönen schwingenden Peitschenbewegung. Sieht ein bisschen peitschenartig aus, wollte ich gerade sagen. Genau. Und das ist jetzt auch nur auf die Schulter bezogen. Bei Golfern oder Tennisspielern, die es richtig gut können, da sieht man dann auch, dass die gesamte Spirallinie im Körper vorgespannt wird und von hier aus dann die Kraft geholt wird. Und damit haben wir zum einen natürlich diese Elastizität drin, aber wir trainieren auch die Core-Stabilität, weil es gehört die Vorspannung dazu. Und das kann ich nicht machen, wenn ich im Hohlkreuz bin, sondern ich brauche dementsprechend auch wieder das Bewusstsein, dass ich eine Struktur bin, die sich ausdehnt, mich maximal vorspannen und von hier aus die Vorspannung nutzen. Ja, Herr Mal, sind wir hier bei den Antagonisten, bei den Bauchmuskeln. Was ist das Besondere hier an dem Gerät? Also eine ganz große Besonderheit bei diesem Gerät ist das Schulterpolster, welches Sie jetzt schon bei sich anliegen haben. Und zwar ist es so, dass im Vergleich zu vielen anderen Rückentrainern Sie kein Polster auf der Brust haben. Also das Polster liegt bei Ihnen auf den Schultern und am Rücken an. Und wenn Sie sich nach vorne beugen, wenn Sie das mal machen möchten, verlängert sich Ihr Rumpf und das Polster auf den Schultern geht mit. Genau, Sie merken das zum Beispiel, wenn Sie jetzt mal mit den, bleiben Sie mal hinten, wenn Sie mal mit den Schultern zucken zum Beispiel, zucken Sie mal mit den Schultern, merken Sie, dass dieses Polster locker bei Ihnen aufliegt. Wenn Sie nach vorne gehen und das würde fest sein, würden Sie in eine Kompression kommen, das wäre nicht so gesund für den Menschen. Und durch diese Beweglichkeit, diese Flexibilität, die Sie jetzt hier haben, ist das Training sehr angenehm. Und wenn Sie einen Schmerz haben sollten oder irgendetwas ist am Gerät, könnten Sie den Arm sofort nach hinten ablassen oder nach hinten wegwerfen, ohne dass ich von der Exzentrik vom Gerät nochmal nach hinten gedrückt werde, zum Beispiel. Ja, jetzt bin ich ja heute stellvertretend für unsere PT-Leser und Zuschauer hier, die natürlich jetzt überlegen, soll ich mir was Neues anschaffen? Welche Gründe können Sie mir denn nennen, warum soll ich mir denn diese Geräteserie anschaffen? Die Gründe sind relativ einfach. Also wir achten strengstens darauf, dass unsere Käufe, wenn sie stattfinden, von unseren Kunden wirtschaftlich sind, dass sie effizient sind, dass wir die Einrichtungen, die wir ausstatten mit den Geräten, so ausstatten, dass es auch genau zur Philosophie der Einrichtung passt. Und deshalb ist es immer gut, darüber nachzudenken, eventuell auch mal in der eigenen Einrichtung
die Strukturen zu überarbeiten, zu schauen, was sind die Trends vom Markt, wo geht das alles hin, was für Potenziale habe ich eventuell noch, die ich abgreifen kann. Und deswegen ist eigentlich eine Investition zu jeder Zeit sinnvoll oder zumindest mal ein Gespräch mit uns, wo man dann nochmal abklären kann, in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Sportwissenschaftler und promovierst aber gerade auf dem Gebiet der Physiotherapie zum Thema Taping. Myofasziales zum Taping. Thema myofaszialen Taping. Nach Erhard. Nach Erhard. Jetzt werden Leute sagen, gut, Taping kennen wir doch, ja. Das sehen wir an jedem Fußballer, rosa und hellblaue Streifen. Aber du machst natürlich jetzt ein besonderes Thema, was mir persönlich auch so sehr eingeleuchtet hat, dass ich das auch hier ins Heft genommen habe mit einem relativ langen Beitrag. Ja. Du wirst uns heute ein bisschen was zu deiner Taping-Methode erzählen. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Was ist myofasziales Taping? Also, wie fange ich an? Es ist ein sehr großes Spektrum. Prinzipiell geht es um das Thema Faszien, Myofaszien und es ist kein kinesiologisches Taping. Also es sind neue Herangehensweisen. Es sind neue Techniken, es sind neue Effekte. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf nur Bewegungseinschränkung oder Qualität gehen würden, weil also es zeigt sich sehr häufig auch in der Bewegungsqualität. Wenn ich Schmerz habe oder viel Spannung, ist die Bewegungsqualität nicht so gut. Es stottert auch leicht. Das heißt, die zwei Sachen könnten wir jetzt auch ohne Schmerz abklären. Deswegen bitte das Kinn nach hinten. Genau. Und wenn wir jetzt von hier direkt schauen könnte und eine Linksrotation mal. Genau. Und wir schauen mal, wie gut geht die Bewegung und wie viel sehen wir dann. So das halbe Nasenloch. Nase sehen wir gut. Bitte in die Mitte nochmal. Kinn nochmal zurück und nach rechts bitte. Okay. Brauchen wir noch eine Brille oder so? Eher nicht. Links deutlich eingeschränkt. Okay, dann haben wir was. So. Diagnostisch weiß ich jetzt so schnell noch nicht, wie es zusammenhängt. Aber man hat gute Chancen, wenn man jetzt mit dem oberen Trapezius anfängt. So, das heißt, ich versuche hier und ich gehe davon aus, dass die Spannung hier höher ist als normal. Dementsprechend möchte ich hier einen Release erzeugen und dann kann man einen Retest machen und dann rückschließend sagen, hat er es viel Spannung, ja oder nein? Okay. So, bevor ich das ran mache, sollte ich erstmal die Faszie, Haut, Muskel vorspannen, weil ich möchte sie ja nicht noch mehr einschränken. So, um den Bereich vorzuspannen, wäre es gut, so mal nach, auf die andere Seite eine Latflex, eine Flexion nach vorne, Rotation würde ich jetzt gar nicht groß machen. Leider stehen Sie mit der Kamera. Kurzes Tape hier ran. Nicht zugucken bitte, sondern da bleiben. Genügend Zug. Und dann das Tape mit dem Zug ran machen. So. Und wenn die Spannung oder die Bewegungseinschränkung durch den Bereich kommt, müsste man jetzt auch gleich einen Unterschied sehen. Wenn nicht, dann heule ich jetzt nicht gleich, weil es nicht funktionieren würde, sondern dann kommt es woanders her. Aber jetzt schauen wir mal. So. Nochmal das Kinn zurück. Okay. Brauchen wir noch eine Erklärung? So, das ist immer am besten, wenn man gleich sieht, dass der Effekt sofort da ist. So, ich sehe jetzt die ganze Nase. So, jetzt kommt sie rechts, links so weit wie rechts auf. Der Smart Trainer erlaubt, dass wir funktionelles Training mit Patienten, mit Kunden durchführen und dass gleichzeitig über eine Kamerascannung die Übungsdurchführung bewertet wird und wir tatsächlich die Präzision und die Geschwindigkeit der Bewegungsausführung direkt einordnen können. Also im Endeffekt ist es, war die Frage einfach, wie kann man funktionelles Training, freies Training mit einem virtuellen Trainer zugänglich machen für Therapiepraxen, für Hospitäler, für Sportclubs etc.
Jetzt bekommen unsere Zuschauer und Leser Angst. Machen Sie damit die Therapeuten überflüssig? Überhaupt gar nicht. Das ist absolut kein Instrument oder kein Tool, was den Therapeuten in irgendeiner Weise ersetzen soll. Er soll ein Partner sein, er soll ein Assistent sein und soll helfen, quasi die Patienten bestmöglich zu betreuen und zu behandeln und sicherlich auch ein ganz klein wenig vielleicht Zeitersparnis zu bringen in der Behandlung für den entsprechenden Therapeuten oder die Therapiepraxis. Wenn wir hier über Geld reden dürfen, wie viel muss ich denn anlegen, wenn ich mir so ein Gerät anschaffen möchte? Also ein Smart Trainer, wenn Sie einen Smart Trainer erwerben wollen, kostet der knapp 10.000 Euro, also 9.800 Euro. Es sind auch noch ein paar monatliche Gebühren mit verbunden, die aber in erster Linie mit der Nutzung und Auswertbarkeit und Analysierbarkeit aller Daten zu tun haben, auch mit der Nutzung aller zukünftigen Übungen, die in dem System geschaffen werden und natürlich der gesamte Service, Support, Garantie etc. Wenn ich das Produkt jetzt kaufen möchte, geben Sie mir da auch so eine Art Businessplan an die Hand, mit dem ich dann mir ausrechnen kann, wann sich so ein Gerät amortisiert? Das ist in der Regel ganz, ganz wichtig für unsere Kunden. Denn oftmals ist es gerade in der Therapie so, dass die Patienten den Einrichtungen gerne treu bleiben möchten und das auch sollen. Dass aber die Modelle, wie mache ich jetzt einen Patienten zum Kunden, in den Einrichtungen, die Therapieeinrichtungen noch nicht so sehr ausgereift sind, weil es schwierig ist, solche Leistungen auch zu bezahlen. Und gerade das Pixformance, der Smart Trainer, eignet sich hervorragend, um den Patienten zum Kunden zu machen.